Auto passend zur Fliege wählen? Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lotto-Annahmestelle. Wächst und wächst und wächst. Freitag rund 42 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Herzlich willkommen zu Nonsenf, Ihrer Wochenrückschau im Regionalfernsehen. War das jetzt schon die letzte Woche der SPD? Werden jetzt auch die Sozialdemokraten vom Artensterben erfasst? Zumindest wollen zwei Drittel der Genossen bei der SPD ihre Chefin Andrea Nahles nicht mehr. Aber wird es denn genügen, einfach den Chef auszutauschen und dann wird wieder alles gut mit der SPD? Nein, sagen die Kolumnisten und der Schreiberling hier beim Spiegel, der glaubt zum Beispiel, das Problem ganz woanders erkannt zu haben. Als 1999 bis 2005 die SPD an der Regierung war, entwickelten sich die Einkommen der Menschen in Deutschland extrem auseinander, sagt er, so sehr wie zuvor und danach nie wieder. Vielleicht wäre ein guter Tipp für die SPD, sich mal wieder mehr auf Inhalte und weniger auf Postenschachern zu konzentrieren. Übrigens, SPD-Chefin Nahles und der Thüringer SPD-Chef Tiefensee, die standen hier bei uns schon auf der Bühne und hatten Spaß. Leider wurde der Ausschnitt damals bei der Heute-Show und im Internet etwas verkürzt dargestellt. Deswegen nehmen wir uns mal die 5 Minuten Zeit und starten einen kleinen Aufklärungsversuch. So war es wirklich, als bei der SPD noch irgendwas zu lachen war. Wir spielen jetzt nämlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Runde Dalli Dalli mit Wolfgang Tiefensee und Andrea Nahles. Dummerweise darf aus rechtlichen Gründen das bei uns nicht Dalli Dalli heißen. Bei uns heißt es halt, wenn man schon einen Rasselbock gewinnen kann, Hopp Hopp. Ja? Ich stelle Ihnen eine Frage, Sie antworten abwechselnd. Sie haben 30 Sekunden Zeit und unsere Jury, Jens Für Riedel, jede Antwort. Für jeden, ja. Wolle, reiß dich mal zusammen. Und jetzt, kurz, sie regt dich nicht auf. Okay, Häschen. Ja. Triebelchen ist Jury. Triebelchen ich ist bin Jury, genau. Ne? Eberchen macht Ansage ins Kamerachen. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Die erste Frage, 30 Sekunden Zeit und abwechselnd antworten. Bitte nichts doppeln, sonst wird es abgezogen. Dafür ist Herr Triebel hier. Und wer fängt denn an? Bitte? Und wer fängt denn an? Ist das mit Ja, das sage ich. Frau Nahles fängt an, habe ich mir aufgeschrieben. Irgendeinen Sinn hat das, denn die Frage lautet, Sie haben im Bundestag die einmalige Gelegenheit, ein Lied zu singen. Welches Lied singen Sie? 30 Sekunden Zeit ab jetzt! Ist so schön, war es noch nie. Hoch auf dem gelben Wagen. Humba, 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 tedere, tedere, tedere. Ja, aber wir haben doch gar kein Schlagzeug. Es ist kein Bier auf Hawaii, kein Nirvana. Ein Hawaii, 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 da ist schön, Hawaii, da ist so ein Tag, Obama. So wunderschön wie heute. Wir müssen jetzt lauter Lieder singen. Nein, ja, ihr müsst nur sagen, welche ihr singen würdet. Ich muss mal einer erklären. Also, ja. Ja, die Zeit ist leider oben. Keiner hat es gemerkt. Vielen Dank. Wir müssen mal ein bisschen die Gebrauchsanweisung vorher liefern. Also Herr Rosendahl, ich habe den Eindruck, dass die Teilnehmer nicht so richtig auf die heutige Sendung vorbereitet waren. Ja. Ich schlage vor, dass wir gnädig sind. 5 Punkte würde ich geben. Ich hatte den Eindruck, dass 2 Titel doppelt waren. Und ein paar Mal wussten die Kandidaten nicht, worum es geht. Ja, richtig. Also 5 Punkte für Andrea Nahles und Wolfgang Tiefensee. Das ist ein Applaus. Und jetzt machen wir es aber wirklich so. Jetzt kommt die nächste Frage. Wolle fängt an. Ja, 30 Sekunden Zeit, so lange läuft die Musik. Und man muss immer nur sagen, antworten, mündlich. Ja, ne? Mündlich. Bis zur mündlichen Prüfung jetzt. Also es geht, gar nicht singen. Hör mal, wir mussten gar nicht singen. Können wir das mal rausschneiden? Ja. Ich werde das doch. Ja. Da müsst ihr euch gar nicht wünschen, die schneiden das alleine raus. Also.
Okay. So, jetzt die zweite Frage, wieder 30 Sekunden. Jetzt wir hängen. Also, ihr Gegenüber, Wolle, bietet Ihnen einen Spitznamen an. Sie dürfen also Ihr Gegenüber ab demnächst beim Spitznamen nennen. Welchen Kosenamen geben Sie Ihrem Gegenüber? 30 Sekunden Zeit. Hopp, hopp. Hallo, Nali. Rakete. Schmusikätzchen. Schnuffi-Buffi. Rentenmausi. Entschuldigung. Wolli-Wolli. Mietbegrenzilini. Mindestlohni Steigeri. Auf dem Bundestagspult rumspringeli. Aber danke, nicht. Die Zeit ist um. Ich bin der Meinung, das war. Das. Weißt du, Ebertchen, jetzt habe ich ein Ding kapiert. Jetzt hast du es. Jetzt, pass auf, können wir mal anfangen. Dann machen wir gleich was anderes. Pass auf, wie viele Punkte sind es? Ich habe zumindest den Eindruck, dass der Herr Minister Tiefensee deutlich mehr Erfahrungen in seinem bisherigen Leben sammeln durfte. Wir wollen jetzt keine, was das keine Charme von, nein, aber er war deutlich besser. Trotzdem zählen ja die Punkte gemeinsam. 9 Punkte für beide Kandidaten. 9 Punkte für beide zusammen. Das sind jetzt insgesamt mal 5. Ja. Macht 45 Punkte. 45 Punkte für Wolfgang Tiefensee und Andrea Nahles. Das ist ein Szenenapplaus wert. Und es waren nur 46 Punkte zu gewinnen. Wir haben 45. Ja, wow. So. Aha. So war das. Ja, es kriselt in der deutschen Politik. Auch die CDU hat eine harte Woche gehabt. Ich hatte Ihnen ja letzte Woche auch das YouTube-Video von Rezo vorgestellt, mit dem er die CDU zerstören wollte. Noch gibt es die Partei, aber auch die Genossen sind leicht panisch. Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte wegen dieses Videos sehr laut darüber nachgedacht, ob man sowas nicht verbieten könnte. Wenigstens vor den Wahlen sollte man im Internet keinen Unsinn über oder noch oder bald wieder amtierende Politiker erzählen dürfen oder so ähnlich. Huhu, habe ich gedacht. AKK, das ist eine super Idee. Einfach alles, was einem nicht gefällt, verbieten. Prima, das hatten wir schon mal. Hieß Honecker, kam auch aus dem Saarland, hat sich nicht bewährt. Liebe AKK, willst du, dass es mit dir auch mal so endet? Hier ist vollkommen unter dem Eindruck, da ich in Kürze zum ersten Mal in meinem Leben den Boden Chiles betreten werde. So, genug geschimpft auf die Bösen da oben. Gleich erzähle ich Ihnen nämlich was von zwei ganz niedlichen Äffchen, die auch da oben waren, aber viel, viel höher, als es AKK oder Nahles jemals schaffen werden. Gibt's gleich nach der Werbung. Das Auto passend zur Fliege wählen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lotto-Annahmestelle. Wächst und wächst und wächst. Freitag rund 42 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Schön, dass Sie dran sind. Hier ist Nonsenf. Ich bin Daniel Ebert und es gibt auch diese Woche ein kleines Jubiläum. Vor genau 60 Jahren und damit 2 Jahre vor Juri Gagarin waren Miss Abel und Miss Baker im All. 2 Affen überlebten einen rund 15-minütigen Flug und lieferten der Forschung damit wichtige Daten. Die NASA hatte die beiden mit einer Jupiter-Rakete etwa 580 Kilometer ins All geschossen und nach einem 15-minütigen Weltraumflug kamen sie dann zurück. Davon waren sie ungefähr 9 Minuten in der Schwerelosigkeit und sie landeten unversehrt bei einer Karibikinsel und wurden dort wieder eingesammelt. Aufgabe war für die beiden Äffchen stellvertretend für die Menschheit, die Auswirkungen der Schwerelosigkeit zu testen.
Abel war übrigens ein Rhesusäffchen und Miss Baker ein Totenkopfäffchen. Und das fand ich jetzt, als ich es gelesen habe, ziemlich mutig von der NASA, ein Totenkopfäffchen ins All zu schießen. Aber so sah das damals aus. At Cape Canaveral, two tiny astronauts, monkeys Abel and Baker, are readied for the first flight into outer space and safe return of Earth life. Physically unharmed and in jolly good spirits, the first creatures from outer space in all history. Baker, the tiny squirrel monkey, is more interested in food than fame. And Abel, the rhesus, is downright blasé about the whole thing. Und wir bleiben noch kurz in Amerika. Hier hat Angela Merkel letzte Woche den Ehrendoktortitel von Harvard erhalten. In einer flammenden Rede gegen nationale Alleingänge hat sie ziemlich hart gegen Trump geschossen, ohne seinen Namen nur ein einziges Mal zu erwähnen. Hut ab, muss man da sagen. Und zwar so ein viereckiger mit Bommel. Das trägt man nämlich als Doktor von Harvard. Ja, sie hat die Rede halb auf Deutsch und am Ende auch ein bisschen in englischer Sprache gehalten. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Kurz. That's why I want to leave this wish with you. Tear down walls of ignorance and narrow-mindedness, for nothing has to stay as it is. It's six things. Take joint action in the interests of a multilateral global world. Keep asking yourselves, am I doing something because it is right or simply because it's possible? Und was soll ich sagen? Merkels Englisch ist 100 Mal besser als das von Oettinger, sehen Sie selbst. 3 hours of constructive questions and in a good atmosphere. I think the committee was very competent, good prepared, and I'm sure there is a chance of a good partnership next years between these both committees and with me, my new function. Ja, everything hangs together. Das war es auch schon fast von hier. Jetzt kommen noch die wichtigsten Schlagzeilen der vergangenen Woche aus Thüringen. Ja, da war ganz schön was los. Und das war Nonsens für diese Woche. Bleiben Sie fröhlich. Bis zum nächsten Mal. Auto passend zur Fliegewellen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lotto-Annahmestelle. Wächst und wächst und wächst. Freitag rund 42 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen.